Sehr geehrtes Publikum, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen heute zu einer weiteren Ausgabe unseres RKH-Livestreams, heute zum Thema Traumafolgestörungen und die Behandlung dieser. Mein Name ist Dr. Jürgen Knieling, ich leite hier im Krankenhaus Bietigheim die Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. So, zum Thema Traumafolgestörungen. Traumafolgestörungen sind häufiger als im Alltag wahrgenommen. Sie beschäftigen uns im klinischen Alltag immer wieder, manchmal zunächst verdeckt und manchmal auch schon gleich offen, dass Patienten über ihre Traumata sprechen. Manchmal kommen sie aber auch unter anderen Themen in die Klinik und es wird erst im weiteren Verlauf deutlich, dass auch eine Traumafolgestörung vorliegt. Bevor ich weiter ins Thema reingehe, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, sollten bereits während meines Vortrags Fragen entstehen, dürfen Sie diese im Live-Chat stellen und ich werde dann im Anschluss an den Vortrag auf die Fragen eingehen. So, nun, was sind Ursachen für posttraumatische Störungen? Was versteht man unter Traumata? Das sind einerseits Verkehrsunfälle mit Todesangst natürlich oder Raubüberfälle, Einbruch, Erleben von Einbruch, eine Vergewaltigung, Naturkatastrophen, lebensbedrohliche Erkrankungen. All dies sind Einmalerlebnisse. Es gibt aber auch Traumata, die sich fortgesetzt ereignen, wie zum Beispiel sexuelle oder körperliche Gewalt in der Kindheit, was natürlich für den Einzelnen in der Regel beeinträchtigender ist als ein Einmaltrauma, Misshandlungen oder Kriegshandlungen, die häufig auch zu fortgesetztem Erleben von Gewalt führen. Wie bereits erwähnt, manchmal sind andere Störungen im Vordergrund und es ist nicht gleich klar, dass es sich um ein Trauma handelt. Es führt zu Angststörungen, zu Depressionen, zu somatoformen Störungen, das heißt zu unerklärlichen Körpersymptomen oder auch zu Suchterkrankungen. Und dahinter kann sich eine Traumafolgestörung verbergen. Und im Laufe der Therapie ist es dann häufig auch wichtig, diese doch mal in den Vordergrund zu stellen und zu überlegen, was brauchen diese Menschen, die an den Folgen einer Traumatisierung leiden. Was ist ein Trauma? Die Diagnosekriterien geben vor, dass es sich um ein kurz- oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung handeln muss, mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. So formuliert es der ICD-10. Etwas vereinfacht ausgedrückt, es muss ein Trauma, ein Erlebnis sein, das in der Regel mit einer erheblichen Beeinträchtigung oder einer erfahrenen Beeinträchtigung körperlich oder vor allem auch einer Todesbedrohung einhergeht. Nicht, was jetzt so etwas inflationär verwendet wird, dass man sagt, eine Trennung von meiner Freundin oder von meinem Freund, das war ein Trauma für mich oder der Auszug aus dem Elternhaus, das war ein Trauma für mich. Das wird man im engeren Sinn in der Traumatherapie nicht als Trauma bezeichnen, sondern die Erlebnisse, die zu so einer Überforderung führen, weil sie mit einer Bedrohung meines Lebens oder meiner Unversehrtheit verbunden ist. Ein anderes Diagnosemanual beschreibt es so: Es muss ein Ereignis oder Ereignisse sein, die eine Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod oder schwerwiegender Verletzung oder sexueller Gewalt beinhalten. Also die Traumata, die ich Ihnen am Anfang genannt habe, die sind als Traumata zu verstehen mit Todesbedrohung, mit sexueller Gewalt, mit schwerwiegender Verletzung. Und dann ist schon noch wichtig, und es drückt dieses Diagnosemanual aus, dass es einerseits natürlich häufig um ein direktes Erleben geht. Es gilt aber genauso, dass so eine posttraumatische Störung auftreten kann, wenn ich das persönlich miterlebe bei einer nahen Bezugsperson. Das heißt, angenommen, ich bin als Vater mit meinem kleinen Jungen unterwegs und der rennt auf die Straße und wird von einem Auto angefahren. Das ist natürlich kein eigenes Erleben, aber das persönliche Miterleben bei einer nahen Bezugsperson oder wenn irgendjemand anders neben mir, der mir sehr nahe steht, Gewalt angetan wird. Also das kann auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen
oder selbst, dass ich am Telefon oder sonst irgendwie erfahre, dass in einem engen Familienmitglied oder engem Freund so etwas zugestoßen ist. Also das bezieht der Begriff Trauma mit ein. Es gibt verschiedene Klassifikationen von Traumata. Also das ist hier die gängige Klassifikation, dass man zwischen Typ 1 und Typ 2 Traumata unterscheidet. Also einmalige, kurzfristige oder mehrfache, langfristige Traumata. Es gibt auch noch so eine Untergruppe von medizinisch bedingten Traumata, gerade im Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, bei Diagnosestellung etwa, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen. Häufiger sind die Typ 1 und Typ 2 Traumata so in der ersten und zweiten Spalte. Und dann die noch wichtigere Unterscheidung, als ob es ein Einmal- oder ein Mehrfachtrauma ist, ist die Unterscheidung, ob es ein, ich sage jetzt mal, Trauma durch einen Unfall oder durch eine Katastrophe ist oder ein sogenanntes interpersonelles Trauma, die untere Zeile, also man-made, von Menschen verursacht. Das ist, erleben die meisten Menschen als viel beeinträchtigender, wenn mir irgendjemand etwas antut, als wenn ich durch einen Unfall oder durch eine Naturkatastrophe irgendwas mit knapper Not überlebe. Das kann auch ein Trauma sein, aber ist leichter verarbeitbar als ein von Menschen verursachtes Trauma. Und natürlich ist besonders schwerwiegend die fortgesetzten Traumata, die durch Menschen verursacht werden. Da haben wir einerseits die sehr schwierigen Kindheiten mit Gewalt und Missbrauch und da haben wir andererseits auch Kriegserleben, Folter, oft über längere Zeit oder Jahre hinweg. Oder wir, wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückschauen, sowas wie Lageraufenthalt in einem KZ, all das macht natürlich eine tiefgreifendere Störung oder kann eine tiefgreifendere Störung verursachen als nur ein Einmaltrauma oder als gar nur ein Trauma eben von von einem Zufall oder von einer Katastrophe verursacht. Es gibt im Wesentlichen drei Symptomgruppen bei Traumafolgestörungen. Ganz maßgeblich für die Entwicklung einer Traumafolgestörung ist die Tatsache, dass ich das Ganze nicht ablegen, nicht verarbeiten kann und dass es immer wieder in mein Bewusstsein einschießt, tagtäglich oder auch wöchentlich mehrmals, ich immer wieder an dieses Erlebnis denken muss und ich daran zurückdenke, oft mit Panikzuständen. Das führt dazu, dass ich all das, was mit dem Trauma zu tun hat, versuche zu vermeiden oder zu betäuben. Das heißt, dass ich die Unfallstelle meide oder den Ort des Traumas, da auf keinen Fall hingehen kann, weil das Panik in mir auslöst. Oder dass ich einfach so ein Stück weit abschalte emotional. Und das Dritte ist, dass ich in einem chronischen Stresszustand mich befinde, das nennt man auch Hyperarousal, als Ausdruck einer chronischen Übererregung. Ich gehe gleich auf diese drei Symptomgruppen ein. Der Erinnerungsdruck oder die Intrusion. Das meint eben diese ungewollt wiederkehrenden Erinnerungen, einschießende Erinnerungen oft. Wenn sie ganze Filme darstellen, werden sie auch als Flashbacks, bezeichnet. Ist einfach ein anderes Wort für die Intrusionen, vor allem wenn es um eben so kurzfilmhaftes Einstreuen dieser Erlebnisse geht, die mir einfach so kurz in den Sinn kommen als eine Art Erinnerungsattacke. Das Ganze kann auch nachts passieren in Form von Träumen oder Albträumen. Und oft ist es so, dass irgendwelche Schlüsselreize oder symbolisierte Auslöser das auslösen können, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Verkehrssituation erlebt, in der damals eben genau dieser Unfall passiert ist und auf einmal ist das Erleben wieder voll da. Oder bei Tätertraumata, dass mich irgendjemand durch sein Parfum an den Täter erinnert und auf einmal ist das Trauma voll mit ganzem Inhalt wieder in meinen Kopf zurück. Das alles ist verbunden mit physiologischen Reaktionen, das heißt, es löst eine massive Stressreaktion in uns aus mit allem, was dazugehört. Und kann auch zu richtigen Panikanfällen führen. Der zweite Symptomkomplex der Vermeidung und Betäubung, der leitet sich von dem ersten ab, weil es so unerträglich ist, all dies zu erleben und immer wieder zu erleben, führt es dazu, dass das Gehirn Abschaltmechanismen
entwickelt, Gedanken, Gefühlsvermeidung, irgendwo sich manchmal auch rauszubeamen aus bestimmten Situationen oder eben auch konkrete Handlungen oder Orte zu vermeiden, die mit dem Trauma zu tun haben. Also Aktivitäts- oder Situationsvermeidung, auf keinen Fall mit dem Trauma in Berührung kommen. Auch das Gedächtnis spielt da manchmal eine Rolle mit, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht mehr erinnere. Gerade in der Kindheit ist es manchmal so, dass dann auch bestimmte Jahre einfach fehlen, die problematisch waren. Interesse kann vermindert sein, Entfremdungsgefühl. Der Affektspielraum ist eingeschränkt. Das heißt, ich habe das Gefühl, das Trauma hat auch das Gefühlsleben zerstört und das Ganze kann bis zur Depression gehen und ist nicht häufig mit depressiven Krisen verbunden. Umgekehrt, neben diesem Vermeidungsthema und Abschaltmechanismus des Gehirns entsteht gleichzeitig durch die Stressreaktion, die durch die wiederkehrenden Erinnerungen ausgelöst wird, eine chronische Übererregung oder ein sogenanntes Hyperarousal. Das kann dann dazu führen, dass ich Ein- und Durchschlafschwierigkeiten habe, dass ich ständig gereizt bin, Konzentrationsschwierigkeiten, übermäßige Wachsamkeit erlebe oder eine übermäßige Schreckreaktion. Menschen, die vorher zum Beispiel immer gesund waren und die dann so ein Einmaltrauma erleben, also nicht die schon aus Kindheit schwierige Erfahrungen mitbringen, die sagen auf einmal, ich bin auf einmal wie ein anderer Mensch nach diesem Erlebnis. Ich erlebe mich ganz anders, so war ich nie. Und auch die Umgebung erlebt denjenigen dann häufig sehr verändert. Die Diagnose stellt mal, dass eben erstens ein Trauma vorliegen muss, also eine ähnliche Störung ohne Trauma. Da wird man genau hinschauen, was ist es eigentlich? Das Trauma ist schon ein wesentlicher Bestandteil der Diagnose, also so ein lebensbedrohliches oder sexuell übergreifendes oder körperlich eingreifendes Trauma muss vorliegen, um die Diagnose zu stellen, das mich ernsthaft bedroht hat und das ich in dem Moment einfach nicht verarbeiten konnte. Und dann sind die Symptomgruppen, die ich gerade erwähnt habe, der Erinnerungsdruck, die Intrusionen, ein wesentlicher Bestandteil, die Vermeidung, Betäubung. Worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, was in den neueren Klassifikationen hinzugenommen wurde, die Veränderung von Kognition und Stimmung. Letztendlich habe ich das vorhin mit dem auch Erwähnen der Depressivität berührt, diesen Punkt, dass eben oft Stimmung deutlich verändert ist, also nicht nur die Gefühlswelt, sondern auch die Kognitionen und Gedanken sind verändert und die chronische Übererregung. Also dieser Symptomkomplex und wenn der länger als einen Monat besteht, dann spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder als Abkürzung PTBS. Das ist so die klassische Traumafolgestörung. Es gibt noch andere Begriffe in dem Bereich. Das ist die akute Belastungsreaktion. Das ist eine Reaktion, die einfach als ganz akut im Rahmen von 1 bis 2 Tagen auftritt, zum Beispiel als Diagnoseschock nach einer Mitteilung einer lebensbedrohlichen Diagnose oder auch nach einem Unfall. Also nicht gleich alles, was in den ersten Tagen passiert, ist als posttraumatische Belastungsstörung zu bezeichnen, sondern manchmal klingt es einfach auch wieder ab und ist in Anführungszeichen normal oder eine wichtige Reaktion, das irgendwie zu verarbeiten. Von der posttraumatischen Belastungsstörung spricht man dann schon erst, wenn das über Wochen und Monate aufrechterhalten wird. Also das ist die akute Belastungsreaktion, die wieder abklingt, die wir vielleicht alle in leichterer oder stärkerer Reaktion auch schon mal erlebt haben, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und dann gibt es die eher verstärkte oder ich sage jetzt mal noch die komplexere Form der posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch Entwicklungstraumastörungen, da gehe ich gleich noch drauf ein, was man darunter versteht. Und es gibt Traumafolgestörungen, die zeichnen sich mehr durch Körpersymptome aus, die verstecken sich quasi hinter bestimmten Körpersymptomen, dass ich zwar nicht diese typischen Symptome, wie vorhin erwähnt habe, aber dass ich irgendwie unklare Schmerzen nach dieser Situation, also dass diese chronische Stressreaktion zu allen möglichen körperlichen Veränderungen führt. Und ich bei genauerem Hinsehen doch eine Traumafolgestörung entdecke. Die komplexe Traumafolgestörung, die meint im Wesentlichen
diese Gruppe, die ich vorhin schon als besonders erwähnenswert schon benannt habe, wenn es um fortgesetzte sexuelle oder körperliche Gewalt in der Kindheit geht oder um fortgesetztes Gewalterleben im Rahmen von einem Bürgerkrieg oder Krieg, dann führt es häufig zu tiefgreifenderen Störungen als nur die Symptomatik, die ich Ihnen eben im Rahmen der posttraumatischen Belastungsstörung erklärt habe. Was bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen noch dazu kommt, ist, dass ich meine Gefühle und Impulse ganz schlecht regulieren kann. Das heißt, ich bin sehr impulsiv, ich kann Gefühle überhaupt schlecht regulieren, ich komme in Anspannungszustände, die ich so schlecht regulieren kann, dass ich mich selbst verletzen muss. Gerade Selbstverletzungsverhalten ist sehr häufig bei solcher Symptomatik. Somatisierungsphänomene, eben schwierige Körperphänomene, die sich anderen durch andere Dinge nicht erklären lassen oder eben auch stärkere Beeinträchtigungen im Bewusstsein, in der Aufmerksamkeit, dass ich so Abschaltvorgänge im Gehirn kriege, nennt sich dissoziative Symptome, dass ich in bestimmten Situationen einfach abschalte und für ein paar Minuten wie weg bin. Es gibt auch Menschen, die laufen in solchen Situationen in die freie Natur und wissen dann gar nicht mehr, wo sie sind. Oder es gibt Menschen, die entwickeln in solchen abgespaltenen Bewusstseinszuständen irgendwelche anfallsartigen Phänomene. Da gibt es alles Mögliche. Häufig besteht da keine Erinnerung mehr an diese Symptome im Nachhinein. Es gibt interpersonelle Veränderungen, dass Beziehungen dadurch erschwert sind, durch solche tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderungen, Selbstbildveränderungen, beeinträchtigtes Identitätsgefühl und auch ein Verlust früherer Orientierungen oder früherer Überzeugungen. Also im Grunde eine tiefere Beeinträchtigung meiner Persönlichkeit und wer sich in unserem Fachbereich etwas auskennt, solche Persönlichkeitssymptome werden manchmal auch als Borderline-Persönlichkeit bezeichnet, gerade wenn es mit Spannungszuständen und Selbstverletzung verbunden ist oder mit großer Impulsivität, Beziehungsinstabilität. Da gibt es eine große Überschneidung zu diesem Konzept und es ist auch Tatsache, dass viele der als Borderline-Persönlichkeiten beschriebenen Menschen durchaus auch Traumata in ihrer Biografie vorzuweisen haben. Also man kann sagen, große Überlappung zwischen dem Begriff der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und dem Borderline-Persönlichkeitskonzept. Spielt für die Therapie jetzt weniger wichtig eine Rolle. Ich will jetzt eher mal, nachdem ich Ihnen noch was über die Häufigkeit gesagt habe, dann auch zu den Möglichkeiten, wie man posttraumatische Störungen behandeln kann, eingehen. Aber zunächst zur Häufigkeit. Die Traumahäufigkeit ist was anderes als die Zahl, wie häufig dann von diesen Traumata eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Also Sie sehen hier, dass zum Beispiel schwere Unfälle natürlich das häufigste Trauma sind. Aber davon entwickeln nur wenige, relativ wenige eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar und habe ich vorhin ja schon auch erwähnt, weil es eben kein von Menschen verursachtes Trauma ist in der Regel. Natürlich gibt es da auch die Überlegung, wenn ein alkoholisierter Fahrer einen Unfall verursacht oder ein Unaufmerksamer, dass ich dann irgendwo denke, der hat mir mein Leben ruiniert, wenn es zu einer Behinderung führt oder wie auch immer. Aber in der Regel ist es so, dass ich das leichter verarbeiten kann und es ist weniger häufig zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Lebensbedrohliche Erkrankung etwas mehr und natürlich vor allem bei den Vergewaltigung, Misshandlung, ausgeprägten Gewalterfahrungen, da ist es doch mindestens ein Drittel bis zu einer Zahl von einer Hälfte, die eine posttraumatische Störung entwickelt. Es gibt natürlich auch Faktoren, die man nicht in alle im Detail kennt, die sogenannte Resilienzfaktoren, die eher verhindern, also die mir helfen, dass ich das besser verarbeiten kann.
Ein Punkt ist sicherlich, wenn ich nicht alleine bin damit, wenn ich also in so einer traumatischen Situation Menschen habe, die mir sehr nahe sind und zu denen ich vertraue, denen ich mich anvertrauen kann. Und auch jetzt so im Hinblick zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es so durch Besatzungsmächte oder durch Einmarsch von irgendwelchen Truppen auch Massenvergewaltigungen gibt, wenn die Nachbarin oder im Dorf mehrere betroffen sind, dann ist es natürlich so, dass ich das vielleicht leichter verarbeiten kann, als wenn ich die Einzige bin. Aber wie auch immer, da gibt es verschiedene, nicht jeder entwickelt, also Trauma heißt nicht gleich posttraumatische Belastungsstörung, das will ich hiermit sagen, aber bei bestimmten Arten von Traumata ist eben auch die posttraumatische Belastungsstörung sehr häufig. Die therapeutischen Strategien, was machen wir jetzt, wenn Patienten darunter leiden? Das Trauma selber ist ja nicht wegzumachen. Es muss irgendwie ins Leben integriert werden, weil, wie gesagt, wegwischen lässt sich's nicht. Und zunächst geht es darum, dass wir unsere Patienten, gerade wenn sie unter einer emotionalen Instabilität leiden, wenn sie sehr unter der Symptomatik leiden, wenn sie überhaupt sich ganz wenig trauen, darüber zu reden. Also am Anfang ist viel Stabilisierung notwendig. Je mehr, desto mehr es um interpersonelle Traumata geht. Und dann geht es aber darum, auch über das Trauma zu reden und auch in das Trauma reinzugehen, damit man es irgendwann auch verarbeiten und weglegen kann. Das sind die beiden Punkte, die jede Traumatherapie durchdringen und die nicht nur konsekutiv nacheinander stattfinden, zunächst die Stabilisierung, dann die Traumabearbeitung, sondern auch immer wieder hin und her. Und es sind immer wieder Stabilisierungselemente notwendig, um Traumata gut bearbeiten zu können. Was verstehen wir unter der Stabilisierung? Zunächst mal ist es ganz wichtig, eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufzubauen zu den Patienten. Ohne vertrauensvolle Beziehung keine Traumatherapie. Das gilt fast für jede Therapie. Das gilt selbst für eine chirurgische Therapie, aber ganz besonders für eine Traumatherapie, dass ich einfach auf den Patienten eingehe, dass der Patient sich empathisch wahrgenommen fühlt und Vertrauen zu mir aufbauen kann. Dann muss ich ihm erklären, was ich hier in dem Vortrag Ihnen auch erkläre, wie man das versteht, warum diese Symptome denn vorkommen und was das im Hirn macht und die Stressreaktion. Manchmal spielen auch Medikamente dann unterstützend eine Rolle. Und schließlich bringe ich ihm Techniken bei, wie er seine Affekte besser regulieren kann, wie er mit bestimmten schwierigen Situationen besser umgehen kann. Zur vertrauensvollen Beziehung, wie gesagt, es ist in der Regel ein geduldiges Herangehen. Auf keinen Fall so, dass ich mich jetzt so sehr interessiere, also dass ich sage, okay, jetzt erzählen Sie doch mal und wie war das genau? Also, dass sowas Voyeuristisches reingehört. Im Gegenteil, er erzählt mir oder sie erzählt mir so viel, wie sie erzählen will. Und manchmal muss man es auch sogar begrenzen, weil Traumapatienten manchmal kein Gefühl für Grenzen haben und dann auch vielleicht am Anfang viel zu viel erzählen. Also ein sehr geduldiges Herangehen in einem offenen Zuhören, aber keinesfalls einem Drängen, irgendwelche Details zu erzählen. Also eine Ermutigung zum sich öffnen, ohne Druck auszuüben. Was auch wichtig ist, bevor man sich auf eine Traumatherapie einlässt, was hat der Patient zu Hause für Unterstützungsressourcen? Hat er eine gut funktionierende Partnerschaft, wo er sich gut aufgehoben fühlt, der auch prinzipiell Bescheid weiß über dieses Trauma? Das ist ein sehr wertvoller Hinweis im Gegensatz zu jemand, der damit allein ist und der mit niemandem drüber reden kann. Oder was hat er sonst? Hat er irgendeinen Verein, eine Gemeinde, irgendeine Gruppe von Menschen, die ihn mitträgt, oder hat er auch selber, ich sage jetzt mal in seinem Beruf oder in irgendwelchen Fähigkeiten, Ressourcen, die ihm helfen und die ihn in seiner Persönlichkeit stabilisieren. Manchmal ist es wichtig, jemand auch zu unterstützen bei der Herausnahme aus noch bestehender traumatisierender Lebenssituation. Also wenn es zum Beispiel um körperliche Gewalt in der Ehe geht, in Beziehungen, wo Frauen sich oft dann sehr schwer lösen oder noch im
Umfeld des Täters sich bewegen, dann ist es schwierig und dann ist in der Regel auch keine Traumatherapie angesagt, sondern dann geht es erstmal darum, denjenigen zu unterstützen bei der Herausnahme aus dieser Situation, die ihn traumatisiert. Also Traumatherapie ist in der Regel erst möglich, wenn eine stabile äußere Situation vorherrscht. Es ist wichtig, sensibel zu sein für das Sicherheitsbedürfnis der Patienten, zum Beispiel irgendwelche Rituale oder wenn der Patient sagt, ich kann keine geschlossene Tür, das war früher schon immer so schwierig, dann kann man da auch drüber reden. Oder es gibt eine Patientin, die schaut gern aus dem Fenster, weil sie sagt, draußen über die grünen Bäume kann sie sich irgendwie viel eher stabilisieren, als wenn sie auf die Tür schauen muss. Da haben wir dann die Sitzordnung getauscht. Sowas ist einfach wichtig, dass ich eingehe auf die Bedürfnisse der Patienten. Und dann den psychischen Symptomen einen Namen geben und erläutern. Darauf komme ich gleich noch, aber ohne vertrauensvolle Beziehung keine Therapie. Versteht sich eigentlich von selber, aber ich will einfach ganz besonders darauf hinweisen, dass das der erste Schritt ist und der kann über mehrere Sitzungen gehen, bis so ein Stück Vertrauen wächst, wo dann nächste Schritte möglich sind. Das ist so zusammengefasst, das, was ich Ihnen vorhin schon mal so ansatzweise erklärt habe und was ich auch Patienten erkläre, dass man kann sich vorstellen, so eine traumatische Situation ist in dem Moment einfach nicht verarbeitbar, weil ich habe sowas noch nie erlebt, in der Regel. Und wenn, selbst wenn ich schon mal sowas Ähnliches erlebt habe, dann ist es beim zweiten Mal noch genauso schlimm. Ich kann das nicht einordnen. Ich kann das nicht verarbeiten und es liegt wie so ein Splitter im Gehirn. Das kann man sich tatsächlich, das ist jetzt ein Bild, aber das kann man sich so vorstellen wie ein, was weiß ich, Splitter, Granatsplitter, der irgendwie noch im Muskel steckt, der einfach ständig irgendeinen Schmerz erzeugt. So ist es wie so ein Erinnerungssplitter im Gehirn, der nicht verarbeitet und nicht abgelegt werden konnte, sondern der ständig reizt und der dann deshalb ständig so eine so wiederkehrende Erinnerungen macht, eben weil er nicht abgelegt ist und so tut, als wäre das jetzt. Traumapatienten, die in ihre Flashbacks kommen, erleben es immer im Hier und Jetzt. Die wissen zwar theoretisch, dass das schon 10 Jahre her ist, als das passiert ist, aber in dem Moment, in dem sie es erleben, wie in einem Traum ja auch, ist es einfach im Hier und Jetzt. Also das ist wie ein Erinnerungssplitter, der ständig wieder neu dieses Wiedererleben macht, der da mitten im Gehirn stecken bleibt und nicht in der Großhirnrinde wie in einem Regal abgelegt ist. Und weil der da ständig sozusagen solche neuen Bilder schießt, kommt es zu einer vegetativen Dauererregung, zu so einem Daueralarm und zu dieser Übererregung, von der ich vorhin gesprochen habe, dass ich einfach angespannt bin, gereizt bin, wie wenn ich so leicht, ständig leicht unter Strom stehe. Und um das möglichst wenig zu erleben, weil das beides unangenehm ist, gehe ich in die Vermeidung und in den sozialen Rückzug und stumpf ein Stück weit ab als Schutz, damit ich nicht diesen Splitter und all die Folgen, die damit verbunden sind, ständig ertragen muss. So, das kann jeder relativ gut verstehen und Traumatherapie meint jetzt eben, diesen Splitter an irgendeiner Stelle auch mal zu ziehen und dem Patienten zu helfen, dass er das ganz normal im Gehirn ablegen kann und gelassener auf die Vergangenheit, so wie sie war, zurückschauen kann. Manchmal helfen Medikamente dazu, aber in der Regel steht die Psychotherapie im Vordergrund. Aber wie gesagt, Medikamente unterstützen, sind häufig hilfreich. Weniger die Benzodiazepine, das sind die valiumartigen Substanzen, Lorazepam, Bromazepam, Diazepam, die helfen manchmal in Akutsituationen, aber sind für längerfristige Behandlung nicht geeignet. Mittel der ersten Wahl sind die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, so zum Beispiel Paroxetin, was häufig eingesetzt wird, weil es auch eine spezielle Zulassung für posttraumatische Belastungsstörungen hat. Manchmal helfen auch Medikamente, die gegen Wahnzustände auch eingesetzt werden, wie Quetiapin, weil es bei solchen Flashbacks eben ja ähnlich, wie gesagt, ähnlich einer Psychose um Zustände geht, die mich Fantasien, die mich sehr bedrohen, auch wenn es nichts mit einer Psychose zu tun hat, sondern eben so eine einschießende Erinnerung ist. Aber das sind Medikamente, die man da häufig einsetzt mit gutem Erfolg und die dann auch die Therapie unterstützen.
Und dann geht es darum, eben die Affekte zu regulieren, die Patienten zu stabilisieren. Da helfen häufig Imaginationen, also so Vorstellungsübungen, zum Beispiel eine Distanzierung herzustellen, indem ich mir vorstelle, dass diese Probleme oder die Täter oder was auch immer damit zu tun hat, in einen Container oder in einen Tresor gepackt wird und der Tresor dreimal zugesperrt wird und der Schlüssel irgendwo fest in meiner Kontrolle ist. Oder ich aktiviere mit solchen vorstellungsimaginativen Übungen Ressourcen im Sinne von einem sicheren Ort, der mit allen Sinnen erlebt wird, oder einem inneren Helfer. Oder ich stelle mir zum Beispiel irgendwie so einen ganz starken Baum vor, der tief in der Erde wurzelt, oder ich stelle mir einen Lieblingsort vor. Alles hilft, innere Sicherheit zu gewinnen. Ich kann bestimmte Fertigkeiten trainieren, eben um mich besser zu regulieren mit Atemübungen, sensorischen Reizen, also so, dass ich, bevor ich mich in diesen Überspannungssituationen selbst verletzen muss, dann mit irgendwelchen Gerüchen oder Reizen oder Berührungen oder Sport mich einfach runterbringe. Ich entwickle da mit dem Patienten zusammen eine Liste, wie er das am besten hinkriegen kann. Ablenkungsstrategien, soziale Unterstützung und eben dann mit diesen Strategien zunehmend Toleranz auch gegenüber negativen Affekten zu erreichen, dass die ihn nicht mehr umhauen, dass er weiß, es ist schwierig jetzt die nächste Stunde, aber ich kriege das irgendwie hin und ich kann es aushalten, ohne dass es mich umbringt. Manchmal helfen auch Rollenspiele zu Selbstbewusstsein, Situationskontrolle. Also, das geht darum, Sicherheit und Kontrolle zu gewinnen. Und dann, wenn das vorliegt, dann kann ich auch mich an das Trauma ranarbeiten. Da gibt es verschiedene Therapien, die da entwickelt worden sind. Ich will da jetzt nicht auf alle eingehen, das führt zu weit. Aber letztendlich die letzten beiden, die verwenden wir auch in unserer Therapie. Verwende ich sowohl in meiner Ambulanz als auch bei uns stationär. Das EMDR, das ist für jemanden, der in der Traumatherapie sich schon etwas auskennt, vermutlich kein Fremdwort. Ich gehe sowohl auf das EMDR als auch auf das IRRT am Ende noch mal etwas näher ein. Wie gesagt, es gibt noch andere Therapieformen, die sich da entwickelt haben. Allem gemeinsam ist es, dass ich in irgendeiner Form mich mit dem Trauma auseinandersetzen muss, mit dem Trauma konfrontieren und nicht drumherum, eben aus der Vermeidung raus in die Bearbeitung. Also ich komme um diesen schwierigen Sachverhalt und um die vielleicht einmal genaue Erzählung und um all das auszuhalten, was damit verbunden ist, in einem sehr kontrollierten Rahmen. Darum komme ich nicht rum. Bisher ist der Patient ja eher so damit umgegangen, dass er das vermeiden wollte. Aber einmal oder mehrmals muss ich da einfach auch durch, wenn ich will, dass ich das Ganze dann am Ende ablegen kann. Durch diese Konfrontationstherapien ist das Therapieziel letztendlich eine Auflösung der Symptomatik. Also die Symptome sollen wirklich weggehen oder sich deutlich abschwächen, aber das Ziel ist tatsächlich, dass die Symptome am Ende weg sind und dass ich entspannt auf das Trauma zurückblicken kann. Ich sage manchmal oder verwende häufig das Bild bei Patienten, das Buch steht im Regal und liegt nicht mehr offen auf dem Tisch. Also ich weiß, dass das ein schlimmes Buch ist und ein schlimmes Kapitel in meinem Leben, aber das steht im Regal und ich erkenne das schon am Rücken. Am Buchrücken, dass das ein schwieriges Buch ist, das ich eigentlich nicht vorziehen will. Und ich weiß, wenn ich es vorziehe, dann löst schon eine gewisse Anspannung aus, aber eigentlich kann ich es im Regal lassen. Traumafolgestörungen haben eher so, sind so zu verstehen, dass dieses Buch eben ständig offen ist und mir ständig Belastungen verursacht. Also das ist das Therapieziel. Ich will jetzt am Ende noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was wir denn da tun, wenn wir mit Traumapatienten arbeiten, sowohl stationär oder auch wenn Patienten in meine Traumaambulanz kommen.
Hilfestellung so zum Kennenlernen der Patienten ist zum Beispiel die Ressourcenlandkarte. Da zeichnet der Patient über die Jahre auf, was ihm so geholfen hat in seinem Leben, positiv nach oben. Weil es ist ja immer auch das Positive wichtig. Da gibt es die Mutter, die ihm geholfen hat, oder einen hilfreichen Lehrer, einen Sportverein, Beruf oder später Partnerschaft und Kind. Und ich kann dann dagegen zeichnen lassen, die Traumata, die dann zum Beispiel vielleicht so aussehen. Die Mutter ist irgendwann gestorben. Das war ein Riesentrauma. Dann gab es aber auch noch einen Missbrauch. Das war noch ein heftigeres Trauma. Später gab es noch mal eine belastende Situation mit Kündigung und Arbeitslosigkeit. Und indem man sowas jetzt so aufzeichnen lässt und visualisiert, wird deutlich, hoppla, das geht ja nicht nur um Traumata, sondern der Patient hat ja auch eine Menge Positives in seinem Leben gehabt und kann vielleicht da auf das eine oder andere auch nochmal zurückgreifen und kann das dagegen setzen. Das ist wichtig, dass wir nicht nur defizitorientiert vorgehen, sondern dass wir auch die Stärken des Patienten sehen, womit wir arbeiten können. Dann geht es zum Beispiel manchmal einfach auch um Verstärkung von Abgrenzungsübungen, zum Beispiel auch in unserer Körper- oder Tanztherapie. Also manches muss man einfach üben, wie ich mich abgrenze, wie sich das anfühlt. Das kann ich auch körperlich ausdrücken, in meiner Körpersprache. Also da gibt es vieles, was man üben kann, wo die Patienten als hilfreich erleben. Ich kann mit Symptomkurven arbeiten, dass ich zum Beispiel im Rahmen von einem Tag einfach mal aufschreiben, dass wie hoch sind die Spannungen zwischen 0 und 100. Und dann kommt sowas raus, dass auf einmal der Patient morgen einen Albtraum hatte, der schweißgebadet aufgewacht ist und dann ging die Anspannung erstmal wieder zurück. Jetzt hier, das wäre ein Beispiel für unsere stationäre Behandlung. Dann in der Gruppentherapie war ein schwieriges Thema, das war ganz schön angespannt. Dann ist er einem oder die Frau oder der Mann jemand begegnet, wo so gerochen hat wie der Täter und auf einmal geht die Anspannung völlig nach oben und auf einmal gibt es noch sozusagen ein Telefonat mit einer problematischen Person und ich merke einfach, an welchen Punkten die Anspannungskurve nach oben geht und kann dann auch damit arbeiten, wie kann ich da jetzt anders damit umgehen. Also nicht alles vermeiden, aber wie kann ich anders damit umgehen und mir erstmal bewusst werden, wann gibt es denn diese Anspannung? So. Das Skills-Training oder Fertigkeiten-Training schaut dann so aus, ganz konkret, zum Beispiel in Atemübungen oder Körperwahrnehmungsübungen. Sensorische Reize habe ich vorhin schon erwähnt, einfach alles, was starke Reize sind oder positiv besetzte Gerüche, irgendwelche positiv besetzten Parfums oder was auch immer. Gerüche sind oft sehr wichtig, sowohl in der Auslösung von irgendwelchen Traumaerinnerungen, aber auch in der Auslösung von positiven. Geschmack, Musik, was man häufig auch in der Klinik verwendet, sind solche Igelbälle, die kennen Sie auch aus verschiedenen Therapien vermutlich, die einfach einen starken sensorischen Reiz machen. Ich kann auch mit Wärmesalben arbeiten oder einen Gummi an die Hand, den ich schnalzen lasse. Also, dass ich mir einfach Körperreize setze, die mich aus der akuten körperlichen Anspannung rausholen. Ich kann mich auch kognitiv ablenken, wenn es funktioniert, aber besser ist oft, wenn noch irgendwie Emotion dabei ist. Manchmal helfen schon auch monotone Aufgaben, einfach wenn mir Puzzeln zum Beispiel Spaß macht und ich so ein 500 oder 1000 Teile Puzzle vor mir habe, dann kann mich das doch auch rausholen. Aber jeder muss da so ein Stück weit seins finden und auch unser Pflegepersonal zum Beispiel entwickelt da mit Patienten richtige Skills, Listen, welche Formen von Selbstregulierung einfach in solchen schwierigen Situationen am besten funktionieren. Ganz wichtig auch Bewegung, rausgehen, laufen, Fahrradfahren oder Beziehungsaufnahme zu vertrauter Person. Zunächst mal ist dann wichtig, dass ich das aufnehme, was jetzt gerade an Inhalt da ist, aber dann auch bewusst als betreuende Person den Fokus wechsle, dass ich jetzt nicht eine Stunde über das Trauma rede, sondern dass ich versuche, ein anderes Thema zu kommen. Das kann oft sehr helfen, dann aus der akuten Bedrohungssituation rauszukommen. Also da gibt es sicherlich noch mehr und das müssen wir zusammen mit unseren Patienten entwickeln. Wichtig ist, dass es einen sicheren Rahmen gibt für die Traumatherapie. Das habe ich vorhin schon gesagt. Also das soziale Umfeld muss
stabil sein. Wenn jemand gerade in einer Trennungssituation ist, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, Traumatherapie zu machen, sondern der muss schon irgendwo sich körperlich und psychisch einigermaßen stabil fühlen, um sich auf die Traumatherapie einzulassen. Er sollte keinen Täterkontakt mehr haben. Er sollte so stabilisiert sein, dass er sich jetzt nicht ständig selbst schädigt oder selbst verletzt. Und manchmal sind da auch Verträge und Vereinbarungen wichtig. Also, wie gesagt, der Rahmen muss stabil sein, auch die Beziehung muss stabil sein, um zu behandeln. Wenn es dann in die Traumabearbeitung geht, ich habe Ihnen dann schon gesagt, dass wir verwenden in der Regel diese zwei Methoden des EMDR und des IRRT. Beim IRRT geht es darum, dass ich in die Erinnerung einfach in so intensiven Sitzungen mein heutiges Ich mit einbaue und dadurch ich einfach den Täter entmachten kann, indem nicht nur das Kind von damals zum Beispiel dem ausgeliefert ist, sondern ich heute in diese Szene mit reinkomme und ich die Erinnerung dadurch verändere und auf einmal dieser Erinnerung viel mehr entgegensetzen kann. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist eine Methode, die sehr wirksam ist, vor allem bei Tätertraumata. Ich will noch kurz was zum EMDR sagen und Ihnen da noch ein kleines Patientenbeispiel am Ende schildern. Dann können wir zu den Fragen kommen. Das EMDR heißt ausgeschrieben Eye Movement Desensitization and Reprocessing, meint, es geht um Augenbewegungen und es geht um eine Desensibilisierung in Bezug auf das Trauma, aber auch um eine Neuschaffung, Reprocessing von einem anderen Umgang damit, also das Ganze zu verarbeiten und eine neue Bewältigungsform aufzubauen. Da gibt es ein Protokoll, das müssen Sie jetzt nicht lesen, das wollte ich nur, das ist ganz klar, das hat sich bewährt. Das klingt am Anfang erstmal sehr ungewöhnlich, dieses, dass man da mit Augenbewegungen, das funktioniert so, dass der Patient so schräg vor mir sitzt und dann relativ schnell mit seinen Augen meinem Finger folgen muss. Und das Sequenzen von immer etwa 30 solchen Fingerbewegungen sind und zwischendrin nehme ich dann wieder Kontakt mit dem Patienten auf. Also ganz konkret, erkläre es Ihnen an der Patientin, die mal seit längerem bei uns war, die, ich nenne sie hier Frau A, die einen Fahrradunfall hatte und dann von einem LKW erfasst wurde, eine Weile mitgeschleift und so fast unter die Räder gekommen wäre und gerade noch so rausgekommen. Und die hat eine ganz typische posttraumatische Belastungsstörung mit all den Symptomen gehabt und die hat in dem Moment den Gedanken gehabt, ich werde sterben, es ist vorbei. Und immer wenn diese Erinnerungen kamen, hat sie auch diese Überzeugung oder diesen Satz in dem Moment, den Gedanken, ich werde jetzt sterben, es ist vorbei. Und wenn man dann fragt, was würden Sie denn gern lieber denken, wenn Sie an diese Situation zurückdenken, ich habe überlebt, es ist gut gegangen. Das ist so der Gegensatz dazu. Ich überspringe es jetzt mal an manchen Stellen, da fragt man dann, wie sehr das jetzt stimmig ist. Das war am Anfang nicht so stimmig. Diese einschießenden Erinnerungen waren häufig verbunden mit Angst, Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Und in der Belastung, wenn sie auf dieses Erlebnis zurückgeschaut hat, war das immer mit 8 von 10 verbunden. So, wie gesagt, mit ihr habe ich 3 EMDR-Sitzungen gemacht, die dann so ausgehen: Man geht am Anfang in dieses Erlebnis rein, man macht die 30 solche Sequenzen, fragt dann, wo steht das Ganze jetzt, dann geht die ganze Szene innerlich irgendwie weiter, entweder wie es in Realität war oder wie es in Fantasie weitergeht, es ist ganz egal, aber man stößt eine Verarbeitung an durch diese Augenbewegungen, die auf zwei, man stellt sich so vor, dass es daran, also damit zusammenhängt, dass ich einerseits das bewusste Überlegen wegnehme, weil der Patient sich nur noch auf die Finger konzentriert. Und zweitens, durch die Links-Rechts-Aktivierung vom Gehirn katalysiere ich sozusagen die Verarbeitung. Und es ist so, dass am Ende so einer Sitzung, wo das dann so weit geht, bis man irgendwann in einem positiven Bereich ist, man das sehr intensiv durcharbeitet. Und am Ende dieser 3 Sitzungen
war erstens mal diese positive Überzeugung, ich habe überlebt, es ist gut gegangen, für die Patientin sehr stimmig und die Belastung ist von 8 auf 1 zurückgegangen. Und das klingt jetzt so und dann denkt man vielleicht, naja, aber übermorgen ist es wieder anders. Nein, das hat sich gehalten. Und ich habe kürzlich mit der Patientin mal telefoniert, da geht es bis heute gut. Die hat sich danach gesund, geheilt gefühlt, weil sie einfach dieses Erlebnis, an dieses Erlebnis dann nach diesen Sitzungen denken konnte, ohne in diese Belastung zu kommen und ohne sich ständig unter Stress zu fühlen. Also die hat es als richtige Erleichterung erlebt. Was ich nebenher noch gemacht habe, ist, dass, weil es um einen Fahrradunfall ging, dass ich mit ihr zusammen das erste Mal in meinem therapeutischen Leben zusammen Fahrrad gefahren bin, auch dann an der Unfallstelle vorbei, weil die in der Nähe des Krankenhauses lag. Und irgendwann ist er alleine gefahren und kam zur letzten Sitzung bei mir alleine mit dem Fahrrad. Das war, sie hatte während der ganzen Zeit vorher kein Fahrrad mehr betreten, also kein Fahrrad mehr benutzt. Es geht ihr bis heute sehr gut und es ist ein Ausdruck davon, dass doch Traumatherapie da was sehr Wesentliches sein kann. So, jetzt habe ich Ihnen, glaube ich, viel erzählt. Zum Schluss die letzte Folie. Traumatherapie erfordert Mut, aber auch Gelassenheit, nicht zu schnell voranzuschreiten. Traumatherapeuten sagen, trust the process. Und manchmal muss man auch langsam nach vorne gehen, um ans Ziel zu kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt schaue ich mal, ob Sie mir was im Live-Chat geschrieben haben, worauf ich antworten kann. Also, da gibt es eine Frage: Kann das Erfahren über einen Gedächtnisverlust von über einem Jahr bei den Betroffenen zu einem Trauma führen? Das Ganze würde ich nicht Trauma nennen. Wenn jemand einen Gedächtnisverlust von über einem Jahr hat, da müsste man dann überlegen, woran das liegt und ob der zum Beispiel, ich sage, ein Schädel-Hirn-Trauma hatte, vielleicht durch einen Unfall. Also, wenn das Ganze neurologisch bedingt ist, dann würde man nicht von einem Trauma sprechen. Aber es kann natürlich sein, dass der Bewusstseinsverlust aufgrund des Traumas auftritt, dass ich mich deshalb nicht mehr erinnere, weil mein Gehirn das ausblendet. Also da müsste man genauer hinschauen. Da müsste ich zunächst wissen, um welchen Patienten sich das handelt oder mich mit dem Patienten dann länger unterhalten. Wird durch die Pandemie mit einem Anstieg von Traumafolgestörungen infolge schwerer Erkrankungsverläufe gerechnet oder ist so ein Anstieg eventuell schon zu erkennen? Also, ich habe viele Folgen, mit vielen Folgen von Corona und Auswirkungen zu tun, aber nicht unbedingt Traumafolgestörungen. Also, das kommt vielleicht zeitversetzt schon noch, aber kann ich jetzt noch nicht feststellen. Es gibt natürlich die schweren Verläufe, die mich auch in meinem Leben bedrohen und die können durchaus eine posttraumatische Belastungsstörung machen. Aber ich hatte es ehrlich gesagt noch nicht mit so einem Patienten zu tun, aber da könnte ich vielleicht in 1 oder 2 Jahren mehr drüber sagen. Haben Sie weitere Fragen? Wichtig ist vielleicht aus meiner Sicht noch, dass man, wenn Sie, sollten Sie selber von so einer Störung betroffen sein und sich deshalb zu geschaltet haben oder jemanden wissen, an den Sie jetzt denken, dann ist es wichtig, dass man das überhaupt erstmal benennt, dass man in so einer Situation helfen kann, weil Traumapatienten trauen sich natürlich oft ganz wenig darüber zu reden und es ist wichtig zu wissen, dass man Traumapatienten helfen kann und dass man durch bestimmte Methoden entweder, als wenn es um solche Einfachtraumata geht, wie ich gerade im Moment, gerade vorhin von der Frau erzählt habe, die unter einen LKW geraten ist, das lässt sich so gut wie, ich sage jetzt mal, beseitigen. Das lässt sich wirklich heilen, so eine Symptomatik.
Bei länger bestehenden Traumata wie Kindheitstraumata natürlich nicht, aber auch da lässt sich sehr viel auch an Bewältigung verbessern und auch an solchen Intrusionen und Flashbacks reduzieren, bis in manchen Fällen auch ganz beseitigen. Aber da ist es natürlich ein längerer Therapieprozess. Aber die Botschaft ist, es gibt Hilfe und ermutigen Sie Patienten mit Traumafolgestörungen, sich auch Hilfe zu holen. Jetzt kam noch eine Frage rein. Können Sie etwas über Möglichkeiten sagen, sich bei Ihnen in Bietigheim behandeln zu lassen? Ich würde von einer komplexen Traumafolgestörung ausgehen. Zwei Möglichkeiten. Wir haben eine teilstationäre und eine stationäre Behandlung, wobei ich dazu sagen muss, dass aufgrund der Corona-Situation die Tagesklinik gerade lange Wartezeiten hat, weil sie nur sehr reduziert betrieben werden kann. Aber es gibt stationär, teilstationär Möglichkeiten. Da kann man sich bei uns im Sekretariat, finden Sie über die Website, einen Termin zum Vorgespräch geben lassen und dann bespricht der Oberarzt mit Ihnen oder die Oberärztin, ob eine stationäre Behandlung sinnvoll ist. Sie können auch, ich habe eine Traumaambulanz und Sie können sich da auch überweisen lassen. Aber es ist wichtig, ich brauche eine Überweisung von einem Psychiater oder Psychotherapeuten. Es ist leider im Krankenhaus so, dass es mit diesen Überweisungen nur geht. Aber mit so einer Überweisung können Sie sich auch einen Termin oder den Bekannten sagen, dass er sich einen Termin in meiner Traumaambulanz geben lassen kann. Das wird Ihnen alles auch nochmal die Sekretärin am Telefon sagen, wenn Sie anrufen. Noch ein, ja, okay, noch eine Bemerkung, aber ich glaube, im Wesentlichen haben wir die Fragen damit geklärt. Wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, sich selber zu melden oder schicken Sie auch Leute, an die Sie gerade denken, dass die sich mit uns in Verbindung setzen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend und bleiben Sie gesund, sagt man in dieser Zeit immer. Und Herr Zamperoni sagt immer, bleiben Sie zuversichtlich. Das meine ich beides, bleiben Sie gesund und zuversichtlich und noch einen schönen Abend.